zeige ich Ihnen von der Firma WatchEye einen AIS-Empfänger, der die Signale der anderen Schiffe empfängt und umrechnet und als USB- oder NMEA-Daten ausgibt, sodass ein PC und ein Kartenplotter angeschlossen werden können. Außerdem hat er einen Multiplexer drin, sodass auch andere Instrumentendaten mit übertragen werden können. Wir haben einmal eine CD im Lieferumfang, da ist der USB-Treiber und die Handbücher drauf. Dann die Anleitung, nochmal eine Kurzanleitung, wie alles angeschlossen wird. Und hier sehen wir den kleinen Empfänger. Der ist sehr kompakt aufgebaut. Hier zwei Löcher zur Befestigung an der Wand. Hier unten sehen wir den Antennenanschluss für eine UKW-Funkantenne, eine PL-Buchse, das ist Standard. Hier haben wir den Spannungsanschluss rot-schwarz für 12 Volt Versorgung. Dann sehen wir hier einmal den USB-Anschluss für den PC. Und wir haben einen Ausgang für den Kartenplotter. Und zusätzlich noch einen Eingang, wenn andere Instrumentendaten übertragen werden sollen, wie zum Beispiel Logelot und solche Sachen. Das alles ist kombiniert in einem ganz kleinen Gehäuse, sehr kompakt und einfach zu installieren.